Hallo ihr Lieben, hi alle zusammen. Wir sind heute zurück mit einem Thema, wo es um Piercings und Tattoos geht und wir werden unsere Erfahrungen heute mit euch teilen und können den einen oder anderen hoffentlich ein bisschen aufklären, der noch nicht so viel Ahnung darüber hat. So, unser erstes Tattoo, wo war unser erstes Tattoo? Mein erstes Tattoo war am Arm, jeweils 3 Buchstaben, die wurden aber jetzt leider gecovert, deswegen kann ich die euch nicht zeigen, für mich, für meinen Bruder und für meine Schwester. Mein erstes Tattoo war hier auf dem Arm, Mama und Papa. Aus dem Grund, weil mein Papa nicht wollte, dass ich mich tätowieren lasse. Er war immer ganz stolz, dass meine Haut noch so sauber ist. Und ich wollte aber unbedingt Tattoos und dachte mir, das ist die beste Möglichkeit für mein erstes Tattoo. Und er konnte auch nicht böse sein, als er gesehen hat, dass da Papa steht. Das kann bestimmt keiner in der Situation. Ja, ich glaube auch, ich könnte meinem Kind da nicht böse sein. Wie viele Tattoos habt ihr? Ich habe 9. Du hast mehr. Ich habe 10. Welche Bedeutung haben eure Tattoos? Soll ich anfangen? Ich fange an lieber. Diesmal ich. I am what I am, hate it or love it. Weil ich so ein spezieller Mensch bin, der einfach zu Leuten dumm ist, die zu mir dumm sind und doppelt so gut bin zu Leuten, die gut zu mir sind, habe ich mir diesen Spruch tätowieren lassen, weil viele mit meiner Art nicht klarkommen. Hier habe ich 4 Sterne, sieht man die? Ja. Für meine Mom, für meine Schwester, für meinen Bruder und für meinen Papst. Dann, was habe ich noch? Das Hawaii-Tattoo auf meinem Arm. Das ist fast zu Ende, aber noch nicht. Das hat Lisha für mich erstellt, weil ich einfach Hawaii sehr, sehr gerne habe. Ich wollte schon immer dahin. Würde gerne sogar. Das ist so gute Laune irgendwie. Wenn man das Tattoo sieht, kriegt man automatisch gute Laune. Die Hawaii-Masken sind genau mein Ding. Die Masken stehen dafür, dass ein Mensch mehrere Facetten hat. Und an den Füßen habe ich auch 2 Tattoos, die hat mir Licht tätowiert. Übrigens das hier auch, Follow Your Dreams. Follow Your Dreams soll heißen, folge deinen Träumen. Das ist ja eigentlich schon die Erklärung. An meinen Füßen steht einmal Overdose und einmal I got a hangover. Ja, die Story dahinter ist, Lou und ich waren noch nicht ganz so lange zusammen und haben einen über den Durst getrunken. Und ich hatte eine Tattoo-Maschine zu Hause und da haben wir die lustige Idee bekommen, seine Füße zu tätowieren. Es sieht gut aus, aber ja, Overdose ist die Bedeutung dafür, dass er einfach eine Überdosis Alkohol hatte. Und I got a hangover ist einfach dafür, dass er in dem Moment nicht drüber nachgedacht hat. Weil als er dann wirklich am Morgen nüchtern war, konnte er nicht glauben, was da ist, dass es kein Traum war. Ja, bei mir habe ich euch ja schon gesagt, Mama und Papa. Dann habe ich hier ein Tattoo drinne in meinem Arm. Das sind die Anfangsbuchstaben von mir und meinem Cousin. Wir sind zusammen aufgewachsen. Lou kennt den auch. Waren wie siamesische Zwillinge. Aber wie das Leben so ist, geht irgendwann mal jeder seinen Weg und dann hat man nicht mehr allzu viel miteinander zu tun. Und ja, da drum steht Everbound by Blood, ewig gebunden durch Blut. Das ist ein Tattoo, das ich mir jetzt bald weglasern lasse, aber dazu kommen wir nachher. Hier habe ich eine Knarre, da steht auf Englisch, für meine Familie gehe ich über Leichen. Hier ist ein Cover, darunter waren die Namen von meiner Schwester und meinem verstorbenen Bruder. Habe ich covern lassen, weil ich keinen Bock hatte, jedes Mal zu erklären, wer der Jungname auf meinem Arm ist. Und auf dem Bauch habe ich Nothing Can Change Me. Nichts kann mich ändern. Hier vorne habe ich ein Zitat aus einem Lied von Beyoncé. Me, myself and I, that's all I got in the end. Wie der Satz schon sagt, im Endeffekt hat man nichts als sich selbst. Habe ich stechen lassen, weil ich viele Menschen in meinem Leben hatte, auf die ich mich hätte verlassen müssen eigentlich, aber mich nicht verlassen konnte. Oh ja. Deswegen, ja, der Satz erinnert mich immer daran, dass ich mich auf niemanden verlassen sollte, als auf mich selbst. Gut, jetzt habe ich Lou, aber andere Menschen. Und dann habe ich noch auf dem Rücken ein Tattoo, das ist aber gerade am Werden, das ist noch kein richtiges Tattoo. Und da werden wir euch, wenn der Tätowierer so lieb ist und es zulässt, in den nächsten 1-2 Wochen einfach mitnehmen und dann könnt ihr sehen, was darauf kommt. Mit einem Followers. Ja, was habe ich noch? Ich glaube, das war's, ne? Das war's. Ja. Nee, meine Hand. Stimmt. Da habe ich eine Rose und darüber steht Love me for who I am. Also lieb mich so, wie ich bin. Soll das sein. Ja. Lou, bunt oder blau-grau? Also vom Aussehen her finde ich bunt auf jeden Fall interessanter und schöner. Aber wenn ihr die Wahl habt, macht einfach schwarz-weiß, weil... Schwarz-weiß. Weil da weniger zu schattieren ist, somit weniger Schmerzen vorhanden sind. Das stimmt aber nicht ganz. Guck mal, wie viele Schattierungen ich hier drin habe. Ja, aber... Bei Farbe ist einfach das Risiko, dass die Farbe rausfällt. Richtig, ja. Es verblasst auch mit der Zeit. Es muss immer wieder erneuert werden. Und das heißt,
echt viel Geld. Also von hier bis hier zum Beispiel sind schon 2500 Euro weg gewesen. Und wenn ich ein Schwarz-Weiß-Tattoo hätte, wären es vielleicht nur die Hälfte. Schwarz-Weiß? Da ist doch kein Weiß. Ja, aber man sagt Schwarz-Weiß. Nein, man sagt Grau-Blau. Nein, Schwarz-Weiß. Okay. Man sagt Schwarz-Weiß bei Blau-Grau. Ich finde keine Farbe schön. Ich würde mir ganz ehrlich niemals ein Farbtattoo machen lassen. Vielleicht, wenn ich eins auf dem Rücken habe, ein kleines Highlight zum Beispiel, finde ich ganz schön, wenn das ganze Tattoo grau ist und du hast dann, keine Ahnung, eine knallige Blume irgendwo mit drin oder so. Sowas finde ich ganz cool, aber jetzt wie bei Lou, es kommt immer aufs Tattoo an. Ich kann mir kein Hawaii in schwarz-grau stechen lassen, das geht nicht. Deswegen, es sieht schon schön aus, aber wie er schon sagt, es ist immer die Frage, ob die Haut die Farbe drinne hält, und wenn es dann nicht so ist, dann sieht das ganze Tattoo scheiße aus. Und deswegen finde ich, vom Preis her und von der Zeit und Aufwendung her, würde ich immer empfehlen, ohne Farbe zu machen. Richtig. Tattoo-Outs. Was sind für uns Tattoo-Outs? Out ist wirklich, 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 wirklich Tribals. Tribals hat jeder zweite und immer derselbe Typ Mensch. Für die, die nicht wissen, was das ist dieses Zuhälter-Tattoo. Ja. Hier zum Beispiel Fabrizio und Joe von Berlin Tag und Nacht wird jeder kennen. Die sind das beste Beispiel dafür. Die haben einfach hier so flammdicke Linien. Es ist einfach nichts. Es sagt nichts über das Tattoo aus. Es sagt nichts über den Menschen aus. Es ist einfach raufgekritzelt. Es ist einfach ein bedeutungsloser Batzen Farbe. Als ob es ein Mensch ist, der zum Beispiel, Hauptsache ich will ein Tattoo. Es ist mir scheißegal, was es ist. Naja, es war ja eine Zeit lang wirklich in. Aber man muss halt wirklich nachdenken. Beim Tattoo kannst du nicht sagen, wie bei einer Klamotte, okay, jetzt ist es ein anderer Stil in, jetzt lasse ich mir das übermalen oder wegmachen. Wenn du dir so ein fettes Tattoo stechen lässt über den ganzen Arm, das kriegst du nie wieder weg. Und Lou und ich finden immer, dass die aussehen wie aufgemotzte Golf 2er aus dem Osten. Wir machen uns da immer drüber lustig. Und nee, finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm finde ich auch Arschgeweih, das nennt man wie? Wie nennt man die nochmal? Schlampenstempel. Ja, genau. Bei jedem Tätowierer heißt das Schlampenstempel. Wenn man jetzt zum Tätowierer geht und sagt, ich möchte da ein Tattoo, dann sagen die schon, ist es dein Ernst, hast du es dir gut überlegt? Das ist wirklich ein Tattoo. Gut, wenn man es hat, dann hat man es, kann man nichts dran ändern, aber sowas würde ich mir im Leben nicht stechen lassen. Die hat noch eine andere Bedeutung, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Arschgeweih? Ja, Arschgeweih, genau. Da habe ich ja gesagt. Ach so. Finde ich nicht schön. Was ist noch out? Was ich ganz schlimm finde, ist chinesische Schriftzeichen. Nein, only God can judge me. Das ist auch eins, was schon so ausgelutscht ist. Was noch, was sie letztens im Schwimmbad gesehen haben? Carpe diem. Ja, Mann, Carpe diem. Das hat jeder und die wissen nicht mal, was das heißt. Ja, das ist ganz schlimm, sind diese Tattoos. Gut, wer sie hat, tut mir leid, nichts gegen euch und jedem auch das Seine. Es ist nur unsere Meinung gerade in unserem Video. Und das sind wirklich Sachen, wenn ich draußen laufe und ich sehe im Schwimmbad 20 Leute, die das gleiche Tattoo haben, das wäre mir sehr, sehr unangenehm. Ja, und so ist das bei denen. Es ist ja wirklich nicht böse gemeint, aber wenn es jeder hat, was... Ja. Was ist in? In, glaube ich, werden immer... Maoris bleiben. Maoris sind sehr schön und vor allem, was viele nicht wissen, jedes Maori und jedes kleinste Zeichen da drin hat eine Bedeutung. Und ich finde, Maoris sehen sehr, sehr schön aus. Gerade für Männer, sehr männliches Tattoo und finde ich sehr schön. Was ist noch in? Was ist noch in? Ich finde, Blumen gehen eigentlich nie out. Gut, Ja, Blumensterne. Naja, okay, diese, wie heißt denn diese Frau mit der Maske, was du... Die hat keine Maske auf. Das, wie heißt die nochmal? Oh Gott, jetzt hast du mich voll durcheinander Geisha? Gemacht. Nee, Mann, wie heißt die denn? Eine Katharina. Ja, genau, eine Katharina. Sowas ist auch richtig in. Oder Katharina? Wird auch nie out. Katharina? Katalena. Wie heißen die Katalena. Denn? Katalena. Katalena oder so. Heißen die wirklich Katharina? Ja, ich glaube schon. Das ist eine halt, die sowas wie eine Maske auf dem Gesicht hat. Ja, ist auch egal, so eine spanischen Frauen. Ja, was auf jeden Fall für mich nie out ist, sind Schmetterlinge, Blumen. Sowas finde ich wunderschön und sowas finde ich auch, kann jede Frau tragen, ohne sich den Kopf zu machen. Seriöse Studios, allgemein seriöse Tätowierer und unseriöse Tätowierer. Wie, wenn ich noch kein Tattoo habe, Lou, wie gehe ich vor?
gehe ich zu eBay und suche mir einen Tätowierer, weil er günstiger ist? Ich würde als erstes überhaupt Leute fragen in meiner Umgebung, die Tattoos haben, wo sie es machen lassen haben. Wenn guckt euch die Tattoos an. Tattoos richtig, sind. Guckt ja. euch die Tattoos an, wie sie gemacht worden sind, fragt nach den Preisen, wo es gemacht wurde, ob es in einem Studio gemacht wurde oder draußen zu Hause. Man sollte es eigentlich immer im Studio machen lassen, nie zu Hause oder draußen oder sonst irgendwo. Und eBay und so könnt ihr sofort vergessen. So eine Sachen, die günstiger angeboten werden, wo Bilder da sind, angeblich, die gemacht werden, nicht glauben, Leute. Das ja. sind alles Fakes. Ich bin ein Opfer davon. Ich habe bei eBay dachte ich mir, okay, weil es ist immer so, bei unseren Studios muss man immer so lange warten. Da hast du wirklich mal manchmal 6 Monate gewartet. Ja, und bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe, dann will ich das Tattoo sofort haben. Dann dachte ich mir, okay, ich gehe mal zu eBay und schaue da rein. Und da habe ich wirklich eine Anbieterin gesehen, die hatte so krasse Bilder, wo ich mir dachte, Alter, wie kann die nicht in einem angesagten Studio tätowieren, so gut wie die ist? Dann bin ich da hingegangen, hab mir den Rücken tätowieren lassen und komme nach Hause und Lou sagt, weißt du eigentlich, was du da auf dem Rücken hast? Ich hatte einen Schriftfehler drinne, ich hatte die schlimmsten Linien, die man überhaupt stechen kann. Ich war so sauer. Ja, ich bin zu Hause angekommen, hab gleich angefangen, mir den Rücken zu schrubben, in der Hoffnung, dass ich die Farbe rauskriege, habe ich auch gut geschafft. Und die Bilder? Die Bilder waren gar nicht von ihr. Ja, deswegen kann ich das jetzt covern lassen. Ja, dann haben wir rausbekommen, dass die Bilder nicht von ihr waren. Sie war eine Betrügerin. Dann ist Lou dahin, hat mir das Geld zurückgeholt. Und ja, eigentlich wollte Lou jetzt noch irgendwie mal dahin, um hinzukriegen, dass sie mein Cover bezahlt, weil das wird sehr teuer werden wegen ihr. Ich hatte nur den halben Rücken geplant. Wegen ihr muss ich jetzt den kompletten Rücken tätowieren lassen. Gut, jetzt im Endeffekt bin ich froh, weil ich ein wunderschönes Tattoo kriege. Aber passt wirklich auf, geht einfach in Studios. Keiner kann beweisen, dass es wirklich deren Arbeit ist und man sieht, was man dann davon hat. Ich habe 150 Euro geplant für meinen Rücken, jetzt werde ich wahrscheinlich 3000 bezahlen, wenn ich fertig bin. Aber wenigstens hast du draus gelernt, das ist ja das ja, Wichtige. Ja, das auf jeden Fall. Für welches Alter empfehlen wir Tattoos? 16, ich glaube, das 18. ist eigentlich egal. Ich finde, jeder Mensch ist anders reif. Manche sind mit 16 schon so, als wären sie 20, auch wie die aussehen. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man mit 14, 15 der Meinung ist, man muss ein Tattoo haben, würde ich persönlich nicht wollen, dass mein Kind das hat. Aber ja, aber mit dem Alter kann man wirklich noch nicht so richtig überlegen. Da ändert aber wenn man jeden die Tag es seine selber Meinung. Wollen, sollen die es machen. Das ist ja nicht mein Leben. Mir kann das egal sein. Aber empfehlen würde ich es erst aber über 18. Ja, genau. 17, 18 würde ich sagen, ist das perfekte Alter, weil dann überlegt man erst ein bisschen besser, als wenn man ein bisschen jünger ist. Ich würde sogar statt 17 eher sogar noch zu 19, 20 tendieren, weil ich habe wirklich in dem Alter noch, bin ich in jedes Studio gerannt und habe mich überall tätowieren lassen. Und erst jetzt in meinem Alter weiß ich, dass ich nicht zu eBay gehe und sehe den Tätowierern genau an, ob sie gut sind oder ob sie was nicht können und ob sie den Stil besitzen, den ich möchte. Leute, es ist auch wichtig, dass man am ganzen Körper das Gleiche hat. Also nicht das Gleiche, sondern vom selben Tätowierer oder vom selben Stil. Wenn alles gemischt und Mischmasch ist, dann sieht es einfach scheiße aus. Irgendwann werdet ihr sagen, was habe ich gemacht? Ja, ich kenne da auch ein paar Personen, die haben hier einen Tiger und drunter einen Muffin und dann kommt ein Nuckel und das sind so Sachen, wo ich mir denke, was hat das für einen Sinn? Gut, im Endeffekt muss auch das jeder für sich selbst wissen. Es ist ja nicht unsere Haut, aber irgendwie sollte das alles schon ein sauber bisschen sauber schön im Zusammenhang. Sein. Ja, es sollte zueinander passen. Okay. Was halten wir von Piercings? Haben wir Piercings? Was hältst du von Piercings? Boah, ich habe nur Ohrringe und die trage ich sehr, sehr, sehr selten. Ansonsten habe ich nichts. Na und das Piercing im Ei. Du bist so bescheuert. Im Ei. Nein. Im Ei. So ein Implantat ja, drin. Ich habe nur ein Piercing und das ist mein Bauchnabelpiercing. Und ich glaube, mehr werde ich auch nicht wollen. Nee, will ich nicht mehr. Ich will nichts im Gesicht und dies und das muss nicht sein. Obwohl ich es bei manchen Leuten sehr schön finde, wenn sie es nicht übertreiben, so ein Septum oder, ja, Septum ist eigentlich im Gesicht das Einzige, was ich schön finde. Ja, ne. Manchen steht es. Wir haben auf Facebook eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, das ist eine rothaarige, richtig süße. Die hat überall ganz viele Piercings und bei ihr sieht es wunderschön aus, aber ich könnte es mir bei mir nicht vorstellen. Aber ich urteile auch nicht über Leute, die es haben, weil, wie gesagt, das ist nicht mein Gesicht. Wollen wir mehr Tattoos? Ja!
Also Leute, wie schon gesagt, wenn man ein, zwei Tattoos hat, dann geht es echt immer weiter. Man fühlt sich immer nackter und nackter, deswegen will man immer mehr anziehen und anziehen. Ja, ihr solltet auch aufpassen, ob ihr ein Mensch seid, der suchtanfällig ist, weil Tattoos sind definitiv eine Sucht. Klar, es werden jetzt viele geben, die sagen, ich habe nur ein Tattoo und ich will keins mehr, aber vielleicht werdet auch ihr irgendwann ein schönes Motiv finden und dann sagen, okay, das will ich auch. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur meine Arme tätowiert haben. Jetzt ist mein 10. in Planung und ich habe jetzt gestern schon meine Beine rausgesucht, was ich da gerne hätte. Also ich denke schon, am Ende werden wir bestimmt noch 7, 8, 9, 10 Tattoos mehr haben. Das kann man nie vorher sagen. Ja. Deswegen, ich hoffe, wir konnten euch helfen. Wir werden euch auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Lucky Six Tattoo. Das ist für uns jetzt eigentlich unsere Nummer 1 war. Und ja, wir schreiben euch gerne unten rein nochmal, wo ihr gerne hin könnt, wo wir schon Erfahrungen hatten und wo ihr besser nicht hin solltet. Und es heißt nicht nur, wenn irgendwelche Tattoo-Studios im Fernsehen sind, andauernd, dass vielleicht Tätowiere gut, aber es muss nicht heißen, dass die alle richtig freundlich sind, ne? Oh, das ist sehr wichtig, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch mit eurem Tätowierer, Gott sei Dank hat Blut es nochmal angesprochen, versteht, weil ihr müsst bedenken, ihr seid so lange mit diesem Menschen, ihr müsst dem vertrauen, ihr müsst Schmerzen aushalten und wenn ihr die Person nicht mögt, dann wird es nur umso unangenehmer. Und Lou hatte das schon, warum glänzen wir denn hier überall so doll? Wie in der Sonne. Lou hatte das wirklich schon, dass er einen Tätowierer hatte, der ihn nur verarscht hat und nur belogen. Und immer meine Termine verschoben. Immer die Termine verschoben. Und Lou war von dem wirklich so angepisst, dass er dann keinen Bock mehr auf die Tattoos hatte. Und dann saß er da und hat 3 Stunden einen Tätowierer gehabt, mit dem er kein Wort geredet hat. Und deswegen solltet ihr euch wirklich einen Tätowierer nehmen, mit dem ihr gut klarkommt, weil sonst hat es keinen Sinn. Richtig. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann wird euch auch das Tattoo im Endeffekt bestimmt nicht so gefallen. Leider. Ja, so ist das. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Und wie gesagt, wir werden versuchen, euch bei unserem nächsten Tattoo-Termin mitzunehmen. Wir hoffen, wir können unseren Tätowierer dazu überreden, weil manche sind dann ja ein bisschen unkonzentrierter, wenn da eine Kamera mit bei ist. Aber wir versuchen unser Bestes. Das war's, ne? Wir hoffen, wir konnten euch helfen, Leute. Ja. Bis dann. Tschüss. Peace.